Also es sind ja nicht nur heute die vier, die uns verlassen. Wir haben das ja jetzt in der letzten Zeit schon erlebt, dass da eine große Fluktuation war. Und ich habe jetzt gerade gedacht, also ich glaube, ich bin jetzt langsam ein Fossil des Bundesrats. Und das ist immer ein Zeichen, dass man alt wird. Weil ich bin seit 96 hier. Ihr, du und der Stefan Scheinach, ihr seid gekommen, wie ich in den Stadtschulrat als Vizepräsidentin gewechselt bin. Und da bin ich 2006 wieder zurückgekommen. Ja, und das ist dann, ja, ihr wisst ja, wie das ist. Jeder Abschied tut immer weh, vor allem, wenn man mit jemandem schon lange zusammenarbeitet. Und mit euch kann ich mich nur erinnern, auch mit dem Edgar Meyer, sehen wir uns ab und zu bei einer Veranstaltung oder nach einer Veranstaltung über den Weg gelaufen und haben beschlossen, wir gehen jetzt noch was trinken. Aber haben sehr hochgeistige Gespräche geführt, wie sich's gehört. Und da gab es manchmal Unterschiede, aber nicht allzu viele, möchte ich auch sagen, wenn ich das darf. Es war jedenfalls immer sehr nett mit euch und sehr lustig. Den Ewald Lindinger kenne ich aber auch schon ziemlich lange. Kann mich erinnern, wie wir da gemeinsam beim Gregor Hammerl in der Steiermark unten waren. War auch eine sehr nette Geschichte. Und es hat dadurch auch immer wieder gezeigt, dass der Bundesrat imstande ist, über die Parteigrenzen und die Ideologiegrenzen hinweg, bei aller Diskussion, die wir uns manchmal schon geliefert haben, dann doch auch gemeinsam an einem Tisch zu sitzen, nicht nur zu diskutieren, das Ideologische vielleicht mal wegzulassen und auch miteinander zu lachen und zu scherzen. Und dafür danke ich euch. Aber mit dem Reinhard Todt als Fraktionsvorsitzenden dann, ja, habe ich mich auch manchmal richtig geärgert und habe mir gedacht, jetzt übertreibt das aber wirklich mit den Gegensätzen ideologisch. Aber du bist halt schon auch manchmal ein bisschen ein Heferl, ne? Das wissen wir und du weißt es ja auch und deine Fraktion, glaube ich, weiß es auch. Und da gehen halt einfach die Pferde mit einem durch. Und das ist ja auch in Ordnung so. Es ist jeder, wie er ist, das haben wir heute bei der Bildungsdebatte schon festgestellt. Und es hat natürlich jeder das Recht auch auf das, woran er glaubt und wofür er denkt. Und das Wichtige ist, finde ich persönlich, dass man dafür auch einsteht. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als jemanden, den man nicht fassen kann. Wo man nicht weiß, ist er jetzt links, rechts, oben, unten oder was auch immer. Ich habe es gelernt, Menschen zu schätzen, die eine Überzeugung haben, dazu stehen und auch mit mir darüber streiten. Aber das sind Menschen, wo ich immer gewusst habe, auf die kann ich mich im Ernstfall verlassen. Und du, Reinhard, warst immer einer, wenn wir uns was ausgemacht haben, und das ist halt jetzt von Fraktionsvorsitzenden zu Fraktionsvorsitzenden anders, da macht man sich auch manchmal Dinge aus, wusste ich, entweder du sagst, das geht nicht, oder du hast gesagt, wir reden darüber, dann war das Ergebnis offen, oder du hast gesagt, passt. Und was auch immer du gesagt hast, es hat gehalten. Und das finde ich wirklich sehr schön, das hat mir sehr gut gefallen. In der Politik ist es leider nicht bei allen und immer so selbstverständlich. Und darum schätzen wir jene Kollegen am allermeisten, wo man sagt, da weiß ich, woran ich bin. Und wenn wir uns was auch ausmachen, dann können wir uns auch darauf verlassen. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, das ist das Wichtigste. Was immer du vorhast, hab Freude daran, genieße es. Den künftigen Landtagskollegen, denke ich, wir werden uns in der Oberösterreich oder Steiermark irgendwo über den Weg laufen, weil ein bisschen bin ich ja noch da. Lieber Kollege Lindinger, Ewald, dir wünsche ich auch, bleib auch du gesund, genieß deine Enkelkinder, wie du sie vorhast, geh auf die Jagd. Auf jeden Fall, habt es gut, bleibt gesund, genießt das Leben, das ist ja auch irgendwann enden wollen, und wir laufen uns sicher wieder über den Weg. Alles Gute.